Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute Leute sind wir mal wieder zurück in unserer wunderschönen Welt. Hier haben wir ja schon einiges erlebt und Leute, wir werden heute mal ein paar Sachen machen und zwar habe ich heute was richtig Spezielles am Start. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das letzte Video ankam und so weiter und so fort. Wir sind übrigens, wie man gerade glaube ich sehen konnte, schon bei 573.000 Abonnenten. Deshalb, wenn du noch kein Abonnent bist, kannst du sehr gerne mal jetzt abonnieren. Würde mich freuen, wenn wir heute vielleicht die 574.000 schaffen würden. Also gerne abonnieren und auch gerne ein Like da lassen. Ihr seid gestern wieder total eskaliert, Leute. Wir haben insgesamt die 10.000 Likes fast geknackt. Wäre klasse, wenn wir heute wieder ein paar Likes schaffen, Leute. Und ja, checkt auch meinen zweiten Kanal ab, CPad. Da gibt's Roblox-Videos, zum Beispiel gestern. Wir flüchten aus McDonald's. Also, schauen wir mal ganz kurz runter, was hier so wieder geschrieben wurde in die Kommentare. Da seid ihr auch immer total fleißig, was das angeht. So, einmal hat da jemand geschrieben, bester YouTuber, mega geil, bester YouTuber der Welt. Danke Marlon und Sungame. Und ja, er hat geschrieben, Juli, cool, dass Sinte mit am Start war. Der 202. war der Game King. Und Harry Potter schreibt Godzilla-Lebenszyklus, bitte. Wird es auch bald wieder geben. Ja, also wenn ihr auch mal im Video dabei sein wollt oder wenn ich mal euren Kommentar einblenden soll, unbedingt was in die Kommentare schreiben, Leute. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir haben eine Aufgabe. Deshalb machen wir uns mal sofort auf den Weg. Ich wollte nämlich einmal hier in diese Höhle rein, denn es soll angeblich was in dieser Höhle geben. Und was das ist, das schauen... Wow. Okay. Was zur Hölle ist das? Sieht aus wie ein Meteor. Okay. Wir müssen ein Meteor finden und craften. Gut, wie machen wir das? Das heißt, wir müssen wieder irgendwelche Sachen finden. Haben wir hier irgendwelche Chests versteckt? Da ist auf jeden Fall eine... Aua! Da ist auf jeden Fall eine Chest unten. Dann holen wir uns mal ganz kurz diese Chest. Was ist denn das? Ein Pferd haben wir hier. So, dann nehme ich mal ganz kurz hier ein paar Steine, denn die werden wir auch benötigen. So, aua, 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 das tut gerade ein bisschen weh, aber, ah, okay, hier. Und da haben wir 4 Bedrock drin. Okay, vielleicht können wir das ja nachher benötigen. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal leider hochbauen. Ist natürlich ein bisschen suboptimal, ist ein kleiner Weg bis nach oben, aber wir werden auf jeden Fall zu unserem Ziel kommen, da bin ich mir sicher, Freunde. So, genau nach oben, hier noch ein bisschen... Jetzt natürlich die Frage, wo konnten wir zunächst nachschauen? Im Haibecken vielleicht? Könnte im Haibecken irgendwas sein? Ich glaube nicht, warum sollte da was sein? Aber wir können ja mal nachschauen. Vielleicht haben wir ja heute mal Glück. Man weiß ja nicht. So, im Haibecken, hier ist auch kein Hai mehr. Die sind ja ausgestorben. So, und schauen wir mal rein. Nein, doch, es ist ein Chest hier. Schauen wir mal rein. 7 TNT. TNT haben wir auch gebraucht. Genau, deswegen nehmen wir TNT einfach mal mit. Wow. Oh nein, 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 nein. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich hier die Köpfe kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Moment, einmal wieder platzieren. Zack, zack. Und zack, und zack. Mache ich hier eine Leiter hin. So, einmal hoch. Und dann wieder mitnehmen. Perfekt. So. Ja, dann geht es jetzt weiter. Wir rennen jetzt in... Wo könnten wir noch hin? Gute Frage. Vielleicht in einer Ruine? Lass uns mal in einer Ruine nachschauen. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Glaub ich zwar nicht, aber wir schauen mal ganz kurz nach. Und doch! 3 Höllensterne. Die waren auch auf dem Plan, da bin ich mir ganz sicher. Moment, jetzt haben wir TNT, Bedrock und Höllensterne. Wo könnten wir noch nachschauen? Ich habe keine Ahnung mehr, Leute. Aber was wir machen könnten, wir haben ja in der letzten Folge Glas bekommen. Vielleicht können wir ganz kurz, weil es sich jetzt gerade ergibt, in den Keller gehen und unseren Keller ausbauen oder so, beziehungsweise hier im Brunnen unser Lager ausbauen, dass wir hier quasi alles mit, ja, Glas versehen. Ich denke, das ist so eine ziemlich coole Idee, Leute, oder? So, hier, zack, das heißt da auch nochmal ein bisschen hin. So, dann machen wir hier einmal schon diese... Glas-Rundumsicht. Ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass ihr die Idee ziemlich cool findet. Das hat mich sehr gefreut, dass euch die Idee gefallen hat. Weil es war eine Idee, die mir spontan eingefallen ist und ich dachte mir, klar, warum nicht? Aber natürlich nur, wenn es euch gefällt. Und ihr habt gesagt, klar, das ist eine coole Idee. Macht das auf jeden Fall, Pat. Und deshalb machen wir das jetzt auch mal. Diese kleine Glas-Rundumsicht. So.
Also ich muss sagen, ich finde das echt cool. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, meiner Meinung nach. So. Ja, vielleicht hier nochmal auch mit Glas. Zack, 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 zack. Dann hier auch nochmal. Und ich würde sogar nochmal sagen, ein bisschen in die Höhe. Ein bisschen in die Höhe gehen. So, zack. Hier auch nochmal. Und dann hier auch nochmal in die Höhe. So. Also ich finde, so kann man das eigentlich, obwohl hier dieses Glas stört mich ein bisschen. Hier, ja, ist jetzt nicht unbedingt optimal. Ich mach mal hier ein bisschen weg von der Wand. Und hier ist eine Höhle. Was? Okay, da müssen wir aufpassen. Ich baue das jetzt mal provisorisch zu. So. Hier, zack, zack. Ja, ansonsten. Hier nochmal, genau. Hier haben wir auch so auch nochmal, genau. Dann machen wir hier nämlich noch ein bisschen Platz hin. Dann können wir hier auch irgendwann die Truhen lagern. Ach, hier ist ja schon genau. Hier ist ja unser Lager. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Haben wir Holz? Holz haben wir nicht mehr. Schade, schade. Und wow! Okay, hier haben wir Blaze Powder. Das werden wir auch benötigen. Okay, dann haben wir, glaube ich, immer alle Rezepte. Und wir haben hier komischerweise auch Holz. Naja, gut. Was wir jetzt machen ist erstmal, wir werden jetzt erstmal ganz kurz den Boden und sowas ausbauen. Denn hier wird ja... Also wir werden den... dieses Lager aus Holz machen, das haben wir ja schon letztens gesagt, Leute. Deshalb, damit wir auch hier auf dieser Seite das nicht sehen, dass quasi diese Wolle hier ist und sowas, weil ich kann die Wolle ja natürlich nicht abbauen, sonst ja wäre die Wolle auch dort weg. Deshalb machen wir jetzt einen kleinen Trick, Leute. Wir machen folgendes, zack, zack. Das wird jetzt ja ein bisschen eng auf der einen Seite. Aber was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. Dann machen wir hier folgendes. Hier machen wir dieses verarbeitetes Holz hin. Hier machen wir das unverarbeitete Holz hin. So. Und, Moment. Zack, zack. Dann haben wir jetzt, finde ich, hier so eine kleine, nicht unbedingt perfekte Ecke, aber ich denke mal, das ist doch okay so, oder, Leute? Was sagt jeden dazu? Ich denke, das kann man doch so lassen. Moment, dann machen wir hier auch folgendes. Einen Moment. So, hier. Oh, genau. Und jetzt können wir hier noch in die Breite gehen. Wisst ihr, das heißt, jetzt können wir hier noch einen kleinen Raum machen. Nur die Symmetrien müssen halt auch gegeben sein. Ich möchte natürlich auch alles möglichst symmetrisch haben. So, das heißt, jetzt hier können wir dann noch viel weiter nach hinten bauen. Und ja, wir müssen ja theoretisch auch nicht auf dieser Seite den Eingang machen, sondern auf dieser Seite geht es ja auch. Es geht ja nur darum, dass wir halt diese Glasrundumsicht haben, sage ich jetzt mal. Weil diese, ich glaube, es wäre sogar besser, wenn wir den Eingang hier hin machen. Ich glaube schon, Leute. Und das werden wir auch bestimmt machen. So. Das heißt, das bauen wir auch nochmal alles weg. Also, nur damit ihr Bescheid wisst, dann kommt hier quasi auch nochmal so ein Holzblock hin. Zack, Moment. So. Perfekt. Genau, dann kommt hier so ein Holzblock hin. Und dann haben wir auch noch hier jede Menge Platz für Kisten, die wir dann hier hinpacken können. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit. Ich denke mal, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was hier so ansteht. Und hier haben wir noch ein paar Blöcke. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen zum Brunnen und werfen dann dort einfach mal die Sachen rein. So, die ganzen Crafting-Sachen werfen wir dort rein. Wir hatten ja die ganzen Sachen gefunden. Das heißt, ein bisschen TNT muss... Ich schmeiße einfach alles rein. Zack, zack, zack. Wir machen hier kurz einen Prozess. Lieber Brunnen, ich wünsche mir einen Meteoroid. So, gut. Ich hoffe, es klappt, Leute. Ich hoffe, es klappt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich irgendwie ein bisschen zweifle, dass es klappt. Aber man muss natürlich immer positiv denken. Deswegen denke ich einfach mal, es klappt heute. Und ja, wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. So, und dann legen wir uns mal ganz schnell ins Bett. Der kleine Racker ist auch da, Bello ist auch da. Und dann gute Nacht. Ich bin auch ein bisschen müde, Leute. Okay. Erstmal reinschauen. Da läuft wieder YouTube. Oh, ich sehe schon, YouTube läuft gerade. Mein Kanal ist da sogar. Cool, Leute. Wie gesagt, abonnieren unbedingt nicht vergessen. So, und jetzt schauen wir mal rein in unser Postfach. Und ja, es hat geklappt. Cool. Okay, wir haben 16 Meteoroiden, beziehungsweise 16 Meteoroid-Blöcke bekommen oder Items bekommen. Und wir testen das Ganze lieber mal auf, ich sag jetzt mal, ja, Grundstück, was jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Also an unserem Haus möchte ich das jetzt nicht testen. Wir testen es mal, ja, hier hinten. Ich denke, das ist doch ein klasse Ort. Vielleicht hier auf dem Berg. Und? Klappt es? Nee. Ich glaube, es hat gar nicht geklappt, oder?
Wow! Heilige Makrele! Alter Schwede! Was war das denn? Okay, das kam plötzlich. Das kam sehr plötzlich. Moment, ich muss das Feuer hier ausmachen. Nicht, dass hier irgendwas anfängt zu brennen. Beziehungsweise, dass hier ja, die ganze Welt, dass das Feuer sich ausbreitet. Okay, hier hat schon aufgehört. Alles klar. Es hört, glaube ich, automatisch auf. Kann das sein? Wow, ich brenne. Ich brenne, ich brenne. Ja, wow. Okay, diese Blöcke darf ich nicht berühren. Das sind wohl noch Meteorit. Ja, Reste. Okay. Gut, hier einfach mal alles ausmachen. So, so weit, wie es möglich ist zumindest. So, und weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Ja, 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 ja. Sieht gut aus, Leute. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Hier oben auch nochmal. Aha. Geht's aus? Ja, es geht aus. Perfekt. Zack, 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 zack. Und hier auch nochmal. Aha, es geht wieder an. Okay, einmal, aua. Ah, es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß, es ist. Okay. Ah, kann ich das eigentlich auch ins Wasser werfen, so ein Meteorit? Und schauen wir mal nach. Wow, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Okay, ein Meteorit kommt. Oh, da kommt er. Wow, oh mein Gott, Leute, schaut euch das an. Und, bumm. Okay, das ist krass, Leute. Mit was für einer Kraft er aufprallt. Hätte ich nicht gedacht, dass es so enorm ist. Könntest du nochmal dort hinten versuchen, auf der Minecart-Strecke. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, Leute, was passiert. Und, oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und, bumm, alter Schwede, das ist ja meine Kraft, Leute. Unglaublich, dass das geklappt hat. Ja, Leute, unbedingt abonnieren nicht vergessen. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir heute die 574.000. Und liken nicht vergessen. Checkt auch meinen zweiten Kanal ab, denn das war es jetzt auch schon vom Video. Auf meinem zweiten Kanal gibt es auch Videos täglich. Also vorbeischauen. Link in der Beschreibung. Der Kanal heißt CPAD. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.